Und damit willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns Welcome to Paradise an. Das ist so ein Action-RPG-Basisbau-Survival-Spiel quasi. Man hat die Ansicht von oben, so was ich in dem Review gesehen habe, baut man sich halt eine Basis, versucht sich ja zu verteidigen gegen die Zombies. Und da gibt es eine Spezialität. Man kann Zombies zu seinen Sklaven machen, die einen dann helfen oder Dinge machen, ähnlich wie in Palworld. Das ist eine Demo, die es aktuell zum Runterladen gibt. Und ich dachte, ja, die Demo kostet ja nichts, probieren wir mal aus. Sah ganz interessant aus. Also würde ich sagen, los geht's. Okay, Überlebender, Barbucha, 5 von 12. Ah, okay, das ist die Charakterauswahl. Interesting. Wer ist der Nummer 1? Das ist sie. Er da. Sie. Ich glaube, ich gehe mit dem Holzfäller hier. Gut. Mehr Spieler ist noch nicht. Ich kann noch einen hinzufügen. Kann mal testen. Ach so, das wären dann unterschiedliche Spielstände, gehe ich mal davon aus. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist in Einstellungen mal reingucken. Spieler-LP immer anzeigen. Was auch immer. Ah, Lebenspunkte. Ach so. Ja, das können wir eigentlich so lassen. Grafik. Alles. Ah, Zeigergröße. Machen wir mal größer. Ansonsten. Passt es eigentlich? Gut. Hier, übernehmen. Passt. Los geht's. Platz 1. Are you tired of constantly fleeing? Of hiding? Of struggling in a world infested by zombies? Are you exhausted? Without resources? A home. Without anyone to rely on. Don't despair. Hang in there. You still have a chance. Join us. Join Paradise. Here in Paradise, everyone is safe and everything is secure thanks to our Zombie Guard technology. It's a haven of peace where zombies are under our control. Here, zombies no longer attack you, they defend you. Yes, you heard that right. It's incredible. Thanks to our Zombie Guard technology, zombies have become genuine bodyguards that serve you. Thousands of acres where the living are back in control and existing in harmony, far from the pandemic, thanks to this groundbreaking technology. Stores, security guards, hospitals, industry, movie theaters, a safe place for everyone, where men, women, and children have nothing more to fear from outside zombies. You don't need money, a title, or diploma to get your own Zombie Guard. Everyone is welcome in Paradise. Everyone is welcome in Paradise. Everyone is welcome. Everyone is welcome. Was? Verfrüht von einem Versprechen von Sicherheit und dem Anschein eines normalen Lebens hast du das ganze Land durchquert, um nach Paradise zu gelangen, nach einer... Okay. Das sieht ja schon mal sehr einladend aus. Ich glaube, das Konzept hat vielleicht nicht ganz so funktioniert, wenn es so aussieht. Okay. Also, wie ist die? Hier so rum. Okay, Linksklick ist... Ah, rechts verteidigen, alles klar. Okay, spielt jetzt Holz. Ist das eine Waffe? Ja, okay. Grafisch sieht schon mal nicht so schlecht aus. Eins und geht nicht. Ja, okay. Aha. Ah. Da haben wir schon die ersten Zombies, die Stöcke sammeln. Okay.
Ja, okay. Ich nehme es einfach mal alles mit. Ja, da hat es noch mehr hier. Gut, was ist hier passiert? Unterschlupf der Wächter. Sprechen. Ah, I could watch them all day. Don't even need to fetch wood. They feed the generator all by themselves. No more worrying about electricity. Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Sorry, didn't see you there. Are you wanting to move in here? Yeah, I guess this is the plan. Hold up. What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. Warum nicht? Yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. To gain authorization to move in, you must have a Zombot. No one should move around in Paradise without Zombot protection. Okay. So before anything else, find a Zombot. Go see Bob. He supplied mine. Er sieht halt auch nicht mehr so gut aus, ne? Bob. Wo ist der? Stirb nicht. Finde Bob. Ah, okay. Ja, dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Gibt es eine Karte? M? Oh ja, Tatsache. Da ist Bob. Da sind wir. Eingang zum Wald. Aha. Okay. Das sieht ja gar nicht mal so klein aus. Okay. Gut, einmal umsehen. Info. Interagieren. Was macht das? Hä? Eingang nach Paradise. Ist das so ein Schnellreiseding? Ja, I guess das ist... Ja, Schnellreisen. Ach, da könnte ich auch Schnellreisen dahin. Okay. Ja, ich will nur ganz kurz erstmal ein bisschen gucken. Ich würde es irgendwie geil finden, wenn man die Kamera drehen könnte. Ja, ich glaube... Ja, das ist ja alles nur Zierde. Das sind falsche Werbeversprechen hier. Okay, rennen und wir haben Ausdauer. Hier können wir nichts machen. Ich glaube, ich mache das mal. Schnellreise da. Hm? Schnellreisen? Geht nicht. Okay, dann müssen wir wohl zu Fuß hingehen. Was ist das? Blätter. Ja, einfach mal alles irgendwie mitnehmen. Können wir bestimmt gebrauchen irgendwann. Laufe ich da ansatzweise richtig? Ich vermute es mal. Ah! Jetzt hast du das Ausweichen. Oh, da haben wir den ersten Zombie und der hat keine Glühbirne da oben. Ist das schwer zu besiegen? Komm mal her. Okay, das ist ziemlich einfach. Oh, so kommt mit Bluteffekt. Was ist mit denen los? Warum springt da Funken raus? Ach du Scheiße, das ist ein Haufen. Was ist das? Blätter. Und ein Fragezeichen. Interagieren. Bob's Archives P-48-3, the emotional support Zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with a saddle, then order it to heal you while in combat and to collect items while out of combat. Okay, das ist nice. Wir können unseren eigenen Healer machen. And that's it. A Zombot to heal you, transport you and collect items. There's more to life than combat. Okay.
Erinnert wirklich ein bisschen an Palworld. Mal schauen, wie das dann wird. Das war jetzt irgendwie nur so ein Hinweis. Ich weiß noch nicht, wie wir zu diesen... Alter, was ist mit dem da? Guck mal. Was ist, wenn wir das einzeln machen? Oh geil, kannst sogar zwei treffen. Ey, das ist ja gar nicht mal so schwierig. Also bei denen zumindest nicht. Okay. So, komm mal her da. Nice. Oh, alles looten. Nice. Okay, das. Wo muss ich denn hin? Ach, da oben hin. Bin also gar nicht mal auf so einen falschen Weg. So, mitnehmen. Komm doch. Nice. Kaputter Hacking-Helm. Noch einer. Ach, das sind grüne. Das sind wieder gute. Und da hinten ist wieder was Blaues. Vermutlich ist genau das schiefgegangen. Dass die Helme dann irgendwann nicht mehr funktioniert haben. Na komm her. Greif noch nicht sofort an. Was macht ihr da eigentlich? Oder ist das da... Wieso die Reichweite? Dass man so ein Teil aufstellen dann muss und... Machen die Dinge. Die holen hier einfach Wasser. Okay. Was haben wir hier? Interagieren. Bob's Archives B-89-5, the social distancing Zombot. Okay. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with spiked armor and a bat. And order it to use this to provoke enemies while in combat. Okay. And that is it. First with the spikes and your Zombot's bat, the enemy shouldn't get any closer. But if provoked, they won't be able to help themselves. Okay. Okay. Humor haben sie. So, gucken. Irgendwo da unten. Was ist noch so ein Ding? Da kann ich was machen. Aktivieren. Schützpunkt Waldmitte. Okay. Alter, der hat mir gerade ein bisschen erschreckt. Das sieht wie so ein Schläger aus. Keine Ahnung, was der macht. Und ich würde mal sagen, du bist Bob. Oh, hey. You're new here, right? Ha. I'm Bob. I'm the one who got the Zombot technology back up and running. The zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. So, you should capture your own. Grab a broken helmet from one of the malfunctioning Zombots in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. Haha! If it stops wanting to eat you, it's worked. If not, run! Okay. Öffne das Inventar mit I und rufe dann im Bereich Herstellen auf. Alles klar. Das sind unsere Sachen. Herstellen. Waldpanzerung, linker Arm. Okay, da ist der Helm. Braucht Schrott und kaputter Hacking-Helm. Okay, also das ist eine wichtige Ressource. Ich sagen, machen wir mal 3. Alles klar. Und jetzt hier... Rüstung, da fehlt's an Seil und sonstigen Sachen. Okay. Näher dich einem Zombie, den du niedergeschlagen oder bewusstlos geschlagen hast und drücke F, um ihm einen Hacking-Helm aufzusetzen. Okay. Wir brauchen einen Zombie, der noch... Was ist das? Interagieren. Interagieren?
Oh. I see. Muss er damit wieder aufhören? Nice. Oh, sorry. Oh, F fangen. Oh, oh. Geh weg. Kann ich... Okay, kann ich jetzt nicht noch mehr hier? Nicht hilfreich. Hey, lass meinen Zombie da in Ruhe. Alter. Gut. Kann jetzt irgendwie nicht mehr machen. Tiefe Taschenlampe. Das wirkt stimmig. Das hat was. Sprich mit Bob. Gut, gut. Mama. Verbinden I und dann herstellen. Verbände ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Mache ich mal zwei. Moment, da war noch was mit Fähigkeiten. Was haben wir das? Das ist okay, das ist der ganze Baum hier. Ermöglicht dir, deinen K.O. gegangenen Zombots wiederzubeleben. Oh, das klingt schon mal spaßig. Du jetzt Zombies ersetzen und das Geheim, den du noch hast. Okay. Okay. Ich glaube, ich mache das hier noch. Gut. Bob, ich hab da so einen Zombie. Wie geht's weiter? Well, well, well. Not bad, right? This Zombot will follow you everywhere. But if you want to give it precise orders, you'll need to use the tech I developed. You'll be my guinea pig. Take this antenna, attach it to your backpack. With this, you'll have much finer control over your Zombot. Oh, feel free to give it a try. Zombie hacking was quite buggy until we started working on it, me and my buddies. I know what I'm doing, trust me. This thing probably won't explode. Ja, ich vertraue dir nicht. Okay, also ist es doch irgendwie mit Antennen und Reichweiten. Vor allem der Maße über Enzym befiehlt er dem Zombot mit Q anzugreifen. Ja, das habe ich vorher schon gesehen. Sprich mit dem Aufseher. Hier, glaube ich, gibt es ja nichts mehr zu tun, oder? Nee. Gut, ich hätte eigentlich gern noch mehr so Zombies. Oh, cool. Ah. I see. Ich hätte gerne so einen kaputten Helm. Da, komm. Töten mal. So, aber kann ich meinen Zombie da nicht mal zum Bots? Ah. Kann ich da so einen Stock geben? Zombie-Ziel. Okay. Kann ich nicht? Okay, dann halt nicht. Also, benutze den in der Hand gehaltenen Gegenstand im Kampf. Ja. Du kannst dann sammeln. Heilknall verbindet allmählich. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so. Okay. Er hat eine Waffe. Zombie-Ziel. 50%. So. Ja, mit dem Helm. Ich mache noch mehr. Sag mal. Helm. Wir haben zwei Helme, aber ich kann nicht mehr zum Boiz da irgendwie nehmen. Nice. Alles mitnehmen.
Also wir müssen jetzt zu... Ach, zu ihm. Kann ich denn reisen? Nee. Oder? Nee. Zu runter da. I guess hier so rauf. Ah ja, ist ja richtig heimelig hier. Oh no! Wild zombies have got in! They Oh, not again! Ja, jetzt hast du doch so viele Zombies da gehabt. Alter, das sind voll viele. Alles muss man hier selber machen, ey. Aber Gott sei Dank sind die relativ leicht zu besiegen. Wiederbeleben, komm. Oh ja, komm, fangen. And the gate won't close without electricity. Versorgen, bestätigen. Ah, komm, versorgen, danke. Press the button. Close the gate. Nice. We can't let any other wild zombies get in. Ja, ja. Aber du könntest eigentlich auch helfen. Oh, und geheilt. Ja, nice. So, danke schön. Kann ich den jetzt umformen? Nee. Wie schaut's aus mit den Helmen? Wir haben einen noch. Fähigkeiten. Was haben wir hier? Angriffstempo. Nee. Machen wir das nochmal und das da. Gut. Also, sag an. Ah, one less. Well, that'll teach me to forget to close the gate. Thankfully, the pit keeps most wild zombies out of paradise. And you found a zombot? Great! Here are the plans for building your camp. You need to go to the other side of the river, to the wild forest. Be careful out there. There's no one left there, and the zombots are out of control. You'd better find yourself a weapon. Don't look at me like that. I can't do the cleaning as well as watch the gate. Go see the circus sharpshooter who has settled in the area. Ja, also euer Setup hier funktioniert ja mal so gar nicht. Wo sind wir jetzt weiterhin? Okay. Gut. Dann auf die Karte mal gucken. Ach, da ist da unten Jagdgebiet. Im Dach liegender Bus, da ist der Übergang. Achso, das sind die ganzen Markierungen. Kann ich die wieder wegmachen? Oh, danke schön. Das, wir müssen dann irgendwo da runter. Okay, es gibt mal ganz kurz einen Schritt für euch. Ich bin gleich wieder da. Zitterle, da wären wir wieder. Dann gehen wir mal runter zu dem Dude. Schauen wir mal, ob wir den recht schnell finden. Mann, ich hätte gerne mehr Zombies. Aber Spiel sagt nein. Wo hin jetzt eigentlich? Eigentlich keine Karte. Warum? Okay, weiter nach da unten. So, da ist das Jagdgebiet. Jetzt irgendwo weiter nach rechts. Zum... LOL. Okay. Moin. Nice. Nice, 75%. Komm jetzt. Dankeschön. So, Panzerungen.
Wäre, glaube ich, auch gleich mein Teamer. So, Zombie-Sattel. Wir gehen mal kurz ins Inventar. Kann ich da... Reite wie ein Ritter in den guten alten Zeiten auf den Zombie... Was? Okay. Ja, machen wir das mal so. Moin. Komm. Nice. Und auch mit dem neue Zombie-Rüstung freigeschalten. Ich weiß nicht, auf Zombie reiten? Sehe ich jetzt irgendwie nicht. Also es ist wirklich viel schneller. So, da unten müsste der Dude jetzt gleich mal auftauchen. Bist du das? Ja. How did you manage to make it here? You're looking for a weapon? Good timing. My Zombots have started attacking everything that moves, including me. I need someone to teach them some manners. I'll let you take their weapons if you finish them off. Ja, okay, das klingt ja eigentlich grundsätzlich einfach. Moin. Alla. Oh, geil. Luftpistole. Nice. Da ist noch ein Fragezeichen. Der hat meinen Zombie kaputt gemacht. Alla. Komm her. Komm, 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 komm. Dirty rotten undead. Nice. Destroy the pylon, kiddo. I'm done with that brain lag and this newfangled technology. Ja, gleich. Kaputter Hacking-Helm. Wo ist der Pylon? Ach, wiederbeleben. Komm her. Kurz ins Inventar. Da, nutz mal das da. Alles. Was war das denn jetzt? Lol. Nice. Alter, da kommen ja immer mehr. Was ist da hinten los? Was? Kuh angreifen. Die spawnen da. Okay. Das ist aber ein bisschen unfair. So, mitnehmen. Haben wir noch einen? Ja, da. So, kann ich mir das selber auch irgendwie ausrüsten? Ja, auf der anderen Seite habe ich das schon. Sieht's denn aus mit Rüstung? Geht ja immer noch nicht. Ah doch, da, Kopf. Machen wir mal. Ich brauche. Okay, Kopf habe ich was drin. Wie kann ich. Ach so, mit Mausrad. Okay. Was haben wir hier? Interagieren. Bob's Archives P-21-1, the High Score Zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with a zombie target and an air pistol, then order it to use its weapon while in combat. Ja gut, das haben wir ja sowieso schon drin. It. While the zombies try to hit the bullseye, it's your Zombot who's trapping them! praktisch.
Das ist so dumm. Aber okay. Du sagst, wir sollen erst I und dann... Ach was? Für das brauchen wir Munition. Herstellen. Ah ja, Tatsache. Keine Ahnung, 10 vielleicht erstmal. Super. Nice. Nutze die Farbe, um das Zombie-Hacking-Menü aufzurufen. Ah. Okay, da gibt es auch noch unterschiedliche Styles. Ach, machen wir mal grün. So, passt. So, alles wieder ready da drin. Thank you, kiddo. I didn't have enough bullets to finish him off, but otherwise I most certainly would have. This cataract won't stop me hitting the bullseye. Anyway, can I sign you an autograph for your trouble? What? You've never heard of me? I'm the most famous, the most celebrated, and the sharpest of all sharpshooters in the history of circus, kiddo. I'm Pedro the Great. Because I like you, here's a little tip from Uncle Pedro. Zombies start to swarm when you try to run away. It's best to take them out right away. If you run, you're as good as done. A quick punch, and you won't be lunch. Okay. Neue Anleitung für eine Planke. Repariere eine Brücke. War da nicht eine Brücke in der Nähe? Repariere eine Brücke, repariere eine Brücke. Das was, wir gehen mal nach da oben. Oh. Oh, shoot. Der Zombie hat es da hinten gemacht. Wo bist du wieder belebt? In der Nähe. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich jetzt alles verloren habe. Schaut nicht so aus. Aber jetzt habe ich keinen Zombie mehr. Ah, da ist der Zombie. Oh, geil. Nice. Der ist zwirbelt. Geil. Södele. Also, Brücke. Hey, reparieren. Wir brauchen Planke. Jetzt müssen wir und Seil. Inventar herstellen. Achso, warte mal, Seil können wir herstellen. Machen wir mal 4. Dann machen wir mal 3. So. Linke Arm. Jetzt bräuchte ich halt wieder so Holzdinger. Aber jetzt kann ich das hier machen. Oh, die sind ein bisschen stärker. Dass es halt jetzt Munition braucht, ist ein bisschen mehr. Nice. Okay, Waffen. Mal ganz kurz checken. Knüppel haben wir jetzt hier. Herstellen, Munition. 10, 20 Schuss. Passt. Ich brauche die Dinger hier. Haben wir noch Helme? Kaputter Hacking-Helm 16. Gut. Finde eine Quelle für Holz. Sammle Ressourcen von Antennenmasten. So, den Baum kann ich nicht zerschlagen. Ah, Karte. Finde eine Quelle für Holz. Das ist da oben. Okay. Es ist schon schön gestaltet hier. Oh. Ja, komm.
Ja, mach kaputt. Danke schön. Sehr gut. Hätten wir das. Da oben ist noch so ein Schnellreisepunkt. Eimer. So, einmal. Oh, da ist überhaupt ein bisschen mehr. Aktivieren. Was zum... Alla. Ey, du kannst doch nicht alle mir hierher locken. Komm, 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 komm. Dankeschön. Noch mehr. Dankeschön. Okay, alles looten hier. Okay. Sag mal, der Zombie, der sollte doch eigentlich... Achso, ja, tut's eh. Er bringt mir das Zeug so langsam. Sag mal, hier. Nice. Oh shit, da kommen ja immer mehr. Ah, greif mal an. Alla. Da macht es kaputt hier. Dankeschön. Alla, diese fucking Trompete. Hilft die mir vielleicht zufälligerweise auch? Damit rufst du Zombies dabei, gibt das Signal zum Angriff oder machst das traurige Mama-Geräusch bei schlechten Witzen in Videospielen? Nee. Wir bleiben bei dem da. Okay, Marker. Das ist noch weiter oben. Waldwesten. Können wir eigentlich noch irgendwas Geiles herstellen? Haben wir einen Verband? So ist so ein Stoff. Nee. Oh, mach mal einen Verband, bitte. Ey, bin ich so doof, das anzusehen? Ach da. Auf der 1 Hotkey. Okay. Herstellen, Rüstung. Wir brauchen Holz. Oh, da kommt jemand. Komm doch. So, machen wir die 1 zum Heilen. Dankeschön. Läuft. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Nice. Fuck, keine Munition. Okay, wir machen einen Nahkampfangriff. Und warum drehen die hier alle durch? Gibt's da noch mal irgendwie eine Backstory? Ja, die... Das war ja quasi das halbe Heilmittel da, das Teil hier. Nice. So, jetzt haben wir wenigstens Holz hier. Ja, tu mal einsammeln. Oh. Toter Baum. Holz. Nice. Ich meine, wir sind umgeben von Holz, aber wir können es nicht einsammeln. Okay, Metallrohr 6 und 7, Nägel, Planke. Stell ein paar Bretter her. Was hast denn du sonst noch so als Tipp? Noch mehr Holz hier irgendwie? Oder ist es quasi do it yourself, dass wir hier das rausfinden müssen?
Ey, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Spawnt das hier so random? Oder? Nee. Sag mal, kann ich dir nicht sagen, du Zombie, sammeln, aktivieren, Selbstverstärkung, einschüchtern, verspotten, heilen. Bin ich im Kopf, tu mich mal heilen. Ich mach das mal an. Aber ich glaube, das geht ja nur mit Ausrüstung, ne? Oh nee. Er heilt mich. Hier spawnt Holz. Ja, wie cool. Ja, dann machen wir jetzt hier mal die Bretter hier herstellen. Bretter. Hallo. Machen wir mal 3. Nägel können wir nicht herstellen. Rechtes Bein, Panzerung. Ja. Geil, haben wir drin. So, Planken, nochmal 3. Alles klar, herstellen, Planken. Machen wir gerade mal 6. Sehr gut. So, mehr davon, Metall 6. Ja, dann gehen wir hier mal nochmal ein bisschen rum. Ja, da hinten hat's. Ah, warte mal, Munition. Herstellen. Munition. 20. Guten Tag. Blätter. Oh. Shit, seh nix. Es ist schon ein bisschen abgedreht. Oh, wiederbeleben. Warte mal. War mal so. Okay, komm, mach mit. Immerhin. So, machen wir das mal hier kaputt. Nice. Okay. Das wäre das. Hä? Oh. Oh, das sind die Spiky-Dinger. Scheiße. Waffen wechseln. Dankeschön. Hätten wir auch. Haben wir nur noch Metallplatten. Da geht's auch nicht rüber. 6 von 11. Gönn doch. Sollten wir vielleicht nochmal heilen. Nicht gut. Nice. Wo kriege ich denn diese Metallplatten her? Jeden Scheiß bekomme ich. So, heilen bitte. Und nochmal. So, was haben wir hier hinten? Ein normaler Zombie. Aber ich komme hier nicht weiter.
Okay, ich darf hier also nicht weitergehen, so wie es aussieht. This area isn't available. Ah, er will, dass ich mit dir Waffen auswähle. Mehrfach besteht ein Transport von Wasser. Ja, bleibst am Knüppel. Verschottungsdinger, hat drücke halt die A, damit haben alle Waffenduplikate auseinanderzunehmen. Oh. Das ist viel Schrott jetzt auf einmal. Okay, herstellen. Pfeil, Armbrustbolzen. Fehlt uns die Waffe dazu. Wir brauchen ein paar Seile hier. So, einmal Brust. Nice. Metallplatten. Wir könnten da die Brücke reparieren. Ja, toll. Kein Seil mehr. Herstellen, Seile. Guck mal, maximal was geht. Dankeschön. Und auch. Haben Sie Metallplatten für mich? Da ist grün. Das ist ein grüner. Wo sind wir jetzt? Was ist das für eine Basis hier? Oh, das tun wir gerade mal aktivieren. Ach du Heilige. Was geht denn hier ab? Krankenstation. Und doch. Ja, ich glaube, hier soll ich noch gar nicht sein. Aber gut, wir haben es jetzt dann schon mal entdeckt. Oh, Salbei. Sag mal für den Verband. Wer mir dann auch lauft und versucht es zu geben. Okay, good to know. Hier gibt es Helfsachen. Und da geht's nicht weiter. Eine Sackgasse. Hilf mir jetzt mit dem Metall gar nicht. Mal sehen. Oh. Eis. Oh, kein Metall. Das gibt's doch nicht. Okay, liebe Leute, ich glaube, wir machen das so. Ich werde jetzt hier... Wo geht denn die Brücke hin? Macht eigentlich nicht so viel Sinn, dass wir das hier da reparieren. Ich glaube, ich mache für euch mal einen Cut. Und wenn ich meine 11 Metallplatten habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn zwischendrin irgendwie was Spannendes passiert, dann seht ihr das natürlich. Und ansonsten, ja, bis gleich. So, liebe Leute, es ist soweit. Ich habe jetzt alles sammeln können. Und jetzt heißt es, errichte einen Unterschlupf, errichte eine Waffenwerkstatt und baue mit Holz betriebenen Generator. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir das da hinten irgendwo bauen. Wald Westen. Ja, aber da haben wir hier einen toten... Ja, ich glaube... Ich glaube, wir bauen das irgendwo da hinten. Da werden wir es mal schnell hin... Oh, Zombie. Mal hinlaufen. So schnell, bis er geht. Ciao. So. Eine Pumpgun habe ich gefunden, aber die ist absolut nicht effektiv. Macht halt Flächenschaden, aber so wenig, dass die normale Luftpistole da ein bisschen geiler ist. Das hier wäre natürlich auch ein geiler Platz für ein Camp. Wie weit ist denn das weg?
Naja, sonst gehen wir in das Zwischending da oben. Drum, 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 drum. Stimmt auch. Einsehen. Ja, hier hat es ja auch nicht schlecht Platz. So, da haben wir hier das mit dem Holz. Okay. Ihr müsst leider sterben. So, Inventar, Gebäude, Unterschlupf. Ein Ort, bla 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 bla. Okay. Ich glaube, das Gebäude hätte ich gerne. Ja. Okay, der Unterschlupf verfügt über eine Mega-Hauptstation, mit der du schneller zu und von deinem Camp reist. Okay, im Lager des Camps oder. Aha. Kann ich drauf zugreifen? Kann ich da reingehen? Interagieren. Ach so, da geht einfach nur die Karte auf. So, jetzt Zombies müsste leider auch noch weg. Weil mein Unterschlupf wird hier nicht rumgekrochen. Okay, Waffenwerkstatt. Gebäude, Holzgenerator. Waffenwerkstatt. Bauen. Das ist ja auch so riesig. Drehen. Okay. Haben wir tolles Betrieb in den Generator. Das kriegen wir auch hin. Inventar, Gebäude. Und dann was? Holzgenerator. Hier so. Nice. So. Mr. Zombie. Kann man dir sagen, Zombot aktivieren? Jetzt ich interaktiv bin. Aha. Benutzen. Ihn verspotten. Mach mal aktivieren. Öffnen. 25. I guess. Das war's. Errichte ein Thema, was mit einem Holzfällergebiet. Ha, sehr gut, dass ich das hier gemacht habe. Okay, Gebäude. Antennenmast, 200 Watt. So. Okay. Die Antennenmasten in deiner Cap kontrollieren die Zombies in der Nähe. Sie müssen mit Energie versorgt werden. Aha. Sammeln aktivieren. Konfigurieren. Config 1. Nimm was Radius 3. Einer. Benutzen. Sammeln. Wo ist hier sammeln? Versteckt. Ach doch, sammeln. Okay. Ach, der generiert Zombies. So wie die gegnerischen Stationen. Ja, das heißt, meiner braucht eigentlich dann nicht sammeln. Komm, lass es mal mit dem Sammeln. Macht er jetzt was? Ich stelle die Antennen auf Holz zu sammeln. Konfigurieren. Hä? Ja, das habe ich jetzt drin. Ich muss den Thermoschiss auf und zu mir hinzufügen und das Sammeln aktivieren. Holz. Standardausrüstung. Also er macht was. Okay, die tun das dann alle hier rein, oder wie? Wegen abbrechen. Es wird schon passen. Okay. So, Anruf vom Kommunikationsterminal annehmen. Mal kurz gucken. Wo ist das? Anruf. Anruf. Irgendwo da hinten. Oder da unten. Okay. Wir gehen mal nach da unten. Bitte, bitte.
Bin doch. Hello, Jeff Tusk here, owner of Paradise, the H2 lunar base, and much more. We've just detected your presence in the park. You won't be able to stay very long. The invasion is growing outside the perimeter. It'll be a tidal wave and complete carnage for any survivors. It's the end for Paradise, the end for Earth. All inhabitants have been evacuated to the H2 lunar base. We're safe and comfortable here. Humanity's future is up here, not down there. Let me think. We could come back to find you. Our rockets can land almost anywhere. You just need to build a launch pad strong enough for us to land and launch off again. If I remember correctly, we used a material that was suitable for reinforcing the fence around Paradise. Build the structure for us and let me know when it's done. Ah, ist das also das Endgoal? Finde die Metalllegierungsplatten. Wir sind da hinten. Auf zwei Orten. Ja, okay. Ja, einmal. Hab ich euch nicht kaputt gemacht? Ja, das sind wieder diese blöden Pappguns hier. So, das war's. Dankeschön. Oh, seht ihr das? Die werden teilweise geblendet. Ja, her damit. Dankeschön. Ich glaube, wir machen uns dann gleich mal einen Haufen Munition. Naja, wir brauchen Holz und Ding. War ja wieder klar, herstellen, einmal Holz. So. Zweimal. So, und hier mal... Ach du Scheiße, wie viel können wir denn da machen? Ja, alles klar. Das heißt, die Waffe nochmal austauschen. Einmal so. Eingang nach Paradise. Nach unten. Und die werden auch weggemetzelt hier. Dankeschön. Nice. So, alles mitnehmen. Schade, ich hätte es irgendwie witzig gefunden, wenn wir hier eine Armee gehabt hätten. Oh. War ja klar, genau da drin. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ich doch rein. Ist hier drin irgendwas? Verband? Nee. Ja, toll. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier reinkomme. Wir können erstmal draußen rumlaufen. Moin. Es sieht aber nicht so aus, als ob wir da irgendwie reinkommen. Ich will ja sehr gerne gegen euch kämpfen, aber Ed will nicht. Finde Metalllegierung. Wobei, er zeigt hier so das Gebiet an. Hier sehen keine Legierungen. Hier vielleicht nochmal reingehen? Nee. Oh,
Man würde auch meinen, das wäre vielleicht irgendwie hervorgehoben. Aber nee. Hier drin, da ist nichts mit reingehen. Vielleicht da? Nö. Maximal gar nichts. Ach Mensch. Wie kriege ich das auf? Oder habe ich vielleicht irgendwie eine Waffe? Das ist eine Metallplatte. Nö. Herstellen. Auch nichts Interessantes mit dabei. So, was hast du? Irgendwas Spannendes? Nee. Fähigkeiten bringt mir jetzt auch nichts. In der Nähe wurde ein altes Kommunikationszimmer reaktiviert. Geh bis dahin und sieh nach. Ja, das haben wir gemacht. Oder geht es anhand von der Demo jetzt einfach nicht? Es ist doch dämlich. Sonst ein Sackgasse da unten. Denk mal für Alan Tusk. Ich habe so eine Vermutung, wer damit gemeint ist. Ich schau nochmal ganz kurz nach. Ja. Moin. Ja, Hacking Helm. So, danke schön. Die einfach hier alles nur ziert ist. Das ist so dumm. Ja, okay, weiter geht's hier nicht. Und die Legierung habe ich auch nicht. Er sagt immer noch ein Lager vom Camp checken. Will ich dahin? Kann ich da eine Schnellreise machen? Nee, ne? Schade. Jagdgebiet, denk mal. Wir könnten mal nach da unten gehen und schauen, ob die andere Platte vielleicht da unten ist, aber ich glaube nicht, dass beide Platten an einem Ort sind. Es sind zwei Platten, zwei Markierungen. Ja, ist ja gut. Ich tue halt nicht Dauersprinten. Moin. Okay, zweites Gebiet. Ach, da kann ich sagen, bergen. Oh. Lol, warum habe ich das bei dem anderen nicht machen können? So, der Kaisen weglaufen ist nicht so geil. Na komm, das kriegen wir hin. Wir haben keine Ausdauer mehr. Shit. Ich glaube, wir flüchten hier mal. Tschüss. Sind doch ein bisschen viel. Okay, ich probiere es jetzt oben nochmal. Vielleicht jetzt, wo wir weg sind. So, einmal heilen. Sehr gut. Oh, nicht, dass hier in der Demo so ein Bug hat, dass wir hier das nicht abschließen können. Also die Rakete würde ich ja schon noch gern sehen. Und wie es dann weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann hier ist, wie so Instanzgebiete sind. Die man dann versucht halt zu überleben. Okay, Ausdauer regenerieren.
Ja, geht. Errichte die Startrampe. Okay, komm, wir gehen. Aber was hat er für eine Intention, mit einer Rakete runterzukommen und uns einfach zu retten? Ich meine, er kennt uns ja nicht. Kann ich da mal Wasser trinken? Nee. So, wilder Wald. Wo muss ich langlaufen? Nach da oben. Wir könnten die Plattform eigentlich hier irgendwo errichten. Gebäude? Geht eine Startplattform? Ja, natürlich. Ich brauche wieder Seile. So, da. Gebäude bauen. Ich habe mir das ein bisschen größer vorgestellt. Vielen Dank, du hast die Demo abgeschlossen. Wenn jetzt? Upgrade? Nee. Also, keine Rakete jetzt? Das war's? Ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll. Ich meine, was kann man eigentlich hier so machen? Herstellen. Okay, da können wir die unterschiedlichsten Waffen dann basteln. Seltene Armbrust. Dann machen wir einen Harpunengriff dafür. Und eine normale Armbrust. Alles klar. Was gibt es noch so vor den Gebäuden hier? Ja, Waffenwerkstatt. Das Verteidigungsanlagen. Kann man eigentlich bauen. Ach so. Ja, dann einfach hier so eine Mauer. Okay. Da war es irgendwie praktisch, wenn man eine Mauer auch ziehen kann. Buschversteck. Ich könnte mir vorstellen, da kommt noch ein bisschen mehr. Es ist die Frage, was inhaltlich jetzt dann in der Kampagne dann noch kommt und für was ich eigentlich das Camp hier so brauche. Ich meine, bis jetzt habe ich es nicht wirklich gebraucht. Ich meine, klar, da kannst du jetzt hier die Waffen herstellen. Müssen wir mal anschauen, wenn dann die Vollversion draußen ist. Beziehungsweise, wenn das Video rauskommt, dann kann man es schon spielen. Ich bin jetzt nur bei der Demo. Ich schaue dann mal die Bewertungen dazu an. Was sind eure Gedanken zum Spiel? Lasst es mir gerne wissen in den Kommentaren. Und dann wünsche ich euch noch was Gutes. Bleibt am Leben in der Apokalypse. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.